arbeite hart und weiß auch nicht, was gerade falsch läuft. Entschuldigung, ich kann nicht weitermachen. Die letzten Tage vor einer Premiere in einer fremden Stadt, die sind immer schlimm. Ich kenne dich, glaub mir. Du bist keine Frau. Du bist und bleibst eine Schauspielerin, immer und überall. Diese Frau, die ich spielen soll, also die ich spiele, es könnte sein, dass ich die Realität der Realität verloren habe. Nein, nimm die Finger, wenn du schlägst. Nicht die offene Hand. Ich zeig dir. So. Ich hab dieses tote Mädchen, ja? Die ist so jung, so offen, so emotional. Sie erinnert mich so sehr an. Sie hat das richtige Gefühl für alles. Du sagst, ich habe dieses tote Mädchen. Alles, was sie tut oder besser nicht tun sollte, erlöst sie davon, sich selbst in die Augen zu sehen. Ich war ein fröhliches Mädchen. Ich lachte viel, war voller Energie. Mit mir war immer was los. Wenn die Leute was erleben wollten, dann riefen sie mich an. Als ich 17 war, hatte ich fast jeden Abend eine andere Verabredung. Die Typen standen auf mich. Ich bin mit fast jedem ins Bett gegangen. Die Typen standen auf mich. Es war so einfach. Ich fuhr mit ihnen auf ihren Motorrädern, ganz fest klammerte ich mich an sie, trank Schnaps und Bier. Nachts vögelten wir in ihren Autos und tagsüber küssten wir uns auf der Straße. Ich hatte vor nichts Angst. Das musst du wissen über mich. Alle dachten mich, hey, Marty Party! Und ich hatte jede Menge Spaß! Hey, wow! Oh, das hat er geübt! Ich hab die Antwort. Mach uns was zu trinken, darauf müssen wir was trinken. Ich hab die Antwort auf alle unsere Fragen. Es ist so wahnsinnig, wenn man plötzlich merkt, wie das Gehirn funktioniert.